das ist jetzt der Bunker 322. Hier fängt schon die Mauer an. Das wird hier wahrscheinlich genauso der Weg gewesen sein, wo man nach unten läuft. Ich kann mir hier alles gar nicht mehr so richtig wissen, was es an welcher Stelle war. Unser Sprachrohr. Ja, unser Sprachrohr, der ist wieder. Da haben wir die Decke hier davon, das ist wieder die Metalldecke. He? Ja, ich frage mich, war das da früher unten? Das sieht, ja, eigentlich das sieht war so das unten. Aus, gell? Da hat es komplett gedreht. Weil hier hängen ja auch noch so Stürze und so drin. Ja. Crazy shit. Und da wächst einfach ein Baum auf dem Ding. Jetzt lustig. Sind doch die Dinger, wo so am Rand von Pflastersteinen immer so am Rand da drin sind. Ja, klar, ein Platz für Bauschutt, super. Hier siehst du auch, wie die Kante hier rumgeht. Und innen siehst du die ganze die Träger, wo praktisch dann als Schalung gedient haben. Genau, das hier war die obere Oberfläche von der Bunkerdecke. Hier sieht man mal schön die Schalung, die Bewehrung. Ich weiß nicht, was das für ein Wumms gab, als wir das gesprengt haben, wenn das ganze Teil so hoch liegt, dass das Ganze dreht und dann wieder runterkommt. Ja, da hier sieht man nochmal schön die Bewehrung und die Deckenoberfläche von unten. Da sind wir hergekommen und da geht es noch weiter zum Aussichtspunkt. Müssen wir mal kurz schauen. Oh. Immer von vorne, das hängt ganz am Schiff da. Da haben wir den Weg gefunden. Jetzt geht es links zum Fürstenstand. Rechts zum 321er Bunker. Ist ja erstmal schön. Mhm. Boah. Wahnsinn. Super. Sehr schön. Ganz schön schwer das Ding. Graf von Uexküll. Güllenband. Und hier steht auch nochmal was. Graf von Uexküll. Güllenband. Güllenband 1856. Und das hier in der Mitte kann ich nicht entziffern. Was soll das jetzt sein? Warum ist das hier der Fürstenstand ist? Vielleicht wurden hier Leute in den Fürstenstand erhoben. Aha. Das ist der Fürstenstand, weil man da so fürstliche Aussicht hat. Und das da hinten ist wahrscheinlich dann Bietigheim. Keine Ahnung. Ja doch, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich. Aber wo waren wir jetzt vorher? Vorher waren wir irgendwo da unten, oder? Ja. Vorhin sind wir genau da unten irgendwo rumgetuckert. Sieht man nicht mehr diese Bahn. Nee. Trasse. Ich glaube, wir sind noch ein bisschen da in die Richtung unten gewesen. Mhm. Das wäre richtig cool, wenn man jetzt so eine Brille anziehen könnte
sieht man das an, dann sind die ganzen Bäume so weg, wie sie damals halt auch weg waren. Und dann sieht man hier überall, wie das früher ausgesehen hat. Augmented Reality meinst du? Ja. Ja, das wäre gut. Aber dann auch schnell wieder die Brille abziehen. Schnell wieder abziehen. Und wieder hier sein. Er hat krasse Bauchmuskeln. Cool. Nicht mal hier in der Natur. Ich war sicher vor Corona. Was ist das für ein Weg? Via Santi Martini. Familien Martinus Weg im Bietigheimer Forst. Also das ist San Martini. Heiliger Weg hier drinne. Da ist er lang geritten. Und da hat er auch seinen Mantel zerteilt und dem Bettler gegeben. Ach, deswegen ist das so ein Tuch. Genau, deswegen ist es das Tuch. Und das Schwert. Und es war natürlich auch genau hier. Bunker 321 oder auch 321. Das sieht ja echt geil aus. Da ist das Denkmal so. Das haben sie aber fast schon so aufgestellt, als ob das so hingeworden ist von der Sprengung. Ja, als ob hier jemand fährt mit einem großen, wer weiß, Autokran und hebt es da so hin. Jedenfalls ist das wieder mal die Innenseite hier, sehr schön erhalten diesmal. Sieht man schön, wie die Bewährung von, nee, die IPE-Träger, wie die da reingehen. Oh, das sind IPE. Oh ja, stimmt. Doppel-T-Träger, nice. Ja. Da, der ist dann noch besser. Ja. Ja, erst wurde dies aufgelegt und dann zwischen rein hier diese Bleche, oder? Ja. Dass die Bettung nicht nach unten durchfließt. Das ist richtig so wellig hier, das Teil. Aber das hat sich wahrscheinlich vom Rost aufgebogen und weil der Stein. Na, das weiß ich jetzt auch nicht. Da oben in der Mitte ist noch so ein Haken dran. Ah. Da ist eine Maus. Oh mein Gott, wie süß. Wo? Da. Wo da? Komm hier hoch. Was? Ach, an dem Bett, am Ding selber. Mhm. Oh ja. Jetzt ja, ist er abgehaut. Ja, wegen mir. Komm, putz, putz. Gott. Nein, nicht springen. Okay.
War es eine Maus oder war es ein anderes Nagetier? Nein, das sah aber groß aus. Oder? Der hatte einen buschigen Schwanz, es war keine Maus und die war sehr groß. Wo ist die hingeküpft? Also ich stehe jetzt mal da drin. Ja. Die wohnt da. Was kann das sein? Siebenschläfer? Gar keine Ahnung, sorry. Ich sehe da gar nichts ohne deine Fünfe. Ja, genau da ist sie rein. Da drin wohnt sie. Ja, da geht's bis ganz hinten durch. Fokusfeld Mitte, bitte fokussier nach innen. Bitte. Aber da würde ich auch wohnen, wenn ich so ein kleines Nagetier wäre. Ist es Kalk oder was denkst du? Ja, vielleicht. Das Weiße meinst du? Ja. Hatten die da eine Tapete unten oder ist das einfach bemalter Beton? Ah ja, tatsächlich. Oder? Da sagt der Hieroglyphenleser. Sieht fast bemalt aus. Ja. Ja, man spürt sogar da, wo die Ding, wo die Farbe so dicker ist, ist ein bisschen, erhebt sich ein bisschen. Ach Quatsch. Jetzt komm ich aber auch runter. Jetzt guck mal hier in das Loch. Was haben die da reingesteckt? Ich seh's nicht von hier, ich kann da nicht hinzoomen. Ah, dann kommen wir runter. Crazy shit, aber das ist hier auch überall so bemalt. Da ist auch bemalt. Hier auch. Überall. Oh. Pass auf, nicht, dass es Bärenfallen sind. Quatsch. Da nimm mal. Filmt noch. Hey, warum filmt das jetzt so hoch? Ich will das runterfilmt. Ich verstehe jetzt, warum das die macht. Aber das sieht die jetzt mal nicht. Du musst es. Ja. Ach so. Ja, okay. Aber jetzt tatsächlich alles angemalt. Vor allem muss ich mal so anfassen. Sieht richtig, wie die Farbe hier runtergelaufen ist. Hatten die zu viel Zeit oder was? In den anderen hat man es auch schon gesehen und auch die Schrift so. Oder haben die Schrift haben die wahrscheinlich mit Schablonen hingemacht, oder? Ja. Das ist crazy. Hier sieht man schön, wie dick das war. Hier, da. Mhm. Hier kann man nochmal die Dicke von der Farbe erkennen. Und das ist eine Fahrradsäge. Und was sagst du zum Bünkerli? Schön. Schön ist, gell? Da ist ein Eichhörnchen. Ja. Ich sehe da gar nichts. Cool, ey. Und da hat jemand eine Hütte gebaut. Coole, coole, coole. Das ist eine Hütte. Crazy, crazy. Also ich finde, das ist erstmal ein schöner Bunker gewesen. Ja. Der kann mit den anderen auch mithalten. Ja. Aber nicht viele von da ist. Aber da muss man überlegen, das Ding hier, was ist das? 60, 70 cm. Theoretisch reicht der schon so Doppel-T-Träger. In dem schmalen Abstand reicht der schon locker, um so eine Decke zu halten. Und dann machen die einen Beton. Das ist normal für eine weite Spannweite, ist schon 22 cm Beton. Ja. Das ist einfach dreimal so viel, wenn es nur reicht. Fast ein ganzer Meter, oder? 80 cm Decke vielleicht? Ja. Brutal. Die Bettung und Stahl und alles verballert. Die Leute haben da Materialien rausgezogen nach dem Krieg. Echt? Ja. Ach so. Auch
auf der Seite. Aber das haben schon die Alliierten auch gesprengt. Das haben die Alliierten alles gesprengt und dann kam die Bevölkerung und hat das Material davon genommen. Weil ich meine, Stahl war rar. Mhm. Beton kann ich nicht recyceln, aber Stahl. Und das Zeugs, was halt innen drin lag. Doch, ich glaube sogar, die haben auch Baumaterialien davon genommen. Wie auch immer die das angestellt haben. Bin mir aber jetzt gar nicht sicher. Guck, da war ein Loch zum Rausschießen, oder? Ja, möglicherweise. Da geht es auch so rund. Ist auch rund, ja. Und dann geht er da, das ist ja wie die Gasschleuse, oder? So ein Vording. Und dann hinten nochmal eine Tür. Das sieht schon deutlich mehr nach dem Eingang tatsächlich aus. Der ist einfach nicht so gebaut wie die anderen vorher. Der Bau ist ein bisschen anders, der. Aber überall diese Rohre da drin. Ja. Das haben wir jetzt eigentlich bei jedem haben wir so Rohre gesehen. Ne? Jeder hat eine Rohre. Eigentlich das Einzige, wie du das Ding überwinden kannst, ist, wenn du wirklich nah dran kommst, oder? Sonst kriegst du es ja nicht kaputt. Und wenn du nah dran kommst, dann musst du irgendwie so Gas in die Öffnung werfen, oder? Sollte man, wenn du den Bunker ausräuchern willst, als. Ja. Ja, mei. Aber wenn du jetzt danach an den Eingang kommst, dann schießen die von innen ja schon. Ja, klar. Ja, dann musst du schon händisch rein und dann irgendwie die Leute einzeln ausschalten da drin. Aber das ist ziemlich schwierig, wenn man bei dem anderen sieht, bis man da reingekrabbelt ist, ist man ja schon fünfmal kaputt. Ja, ah, das ist jetzt ein schönes Bunkerling. Fand mir auch schön. Dieses, als wäre es so gemacht, dass es ein Dach bildet. Ja. Tschüss, Bunkerli. Nummer 321. Station. Station 4. Station 4, aber da ist gar nichts. Bewegisches Stil. Ja. So, machen wir ein bisschen eine Naturdokumentation hier. Hier sehen wir eine Raupe. Die kleine Raupe, nicht mehr satt. Die sieht ganz schön satt aus, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, die sieht schon ein bisschen dick aus, aber vielleicht hat die Lust auf ein Blatt. Ja. Ich glaube nicht, dass die das braune Blatt essen will. Ja, also das ist ja das grüne Blatt. Komm, putz, putz. Die denkt sich nur, was willst denn du jetzt? Leg mir doch nicht Sachen im Weg. Ich will da laufen. Gut, dass keine Leute sind, die Täten denken, wir sind blöd. Filmender Boden.